Wir sind wieder zurück bei Fallout 3 und wir befinden uns immer noch in diesem Räumchen hier. Nachdem das letzte Mal in der letzten Folge das Spiel abgeschmiert ist, müssten wir jetzt hier alles nochmal looten. Ich glaube, so viel war ja hier nicht, ne? Hier noch ein paar Stimpacks, da haben wir noch Yummy-Yummy-Teufelseier. Wir befinden uns übrigens immer noch im Tempel der Einheit. Das ist so eine Kolonie, die gegründet wurde von verschiedenen Sklaven, die sich hier quasi zusammengetan haben. Und die jetzt hier, ja, quasi ihr Leben, naja, keine Ahnung, wieder aufleben lassen wollen und wollen zu Abraham Lincoln pilgern. Und unter anderem auch das, das Monument wieder aufbauen, seine Statue quasi. So, wir gehen jetzt mal hier raus, wir speichern, schleichen uns wieder hier raus. Und tun so, als wäre nichts gewesen. Ja, die Kuh könnte uns verraten. Ich habe auch mal ein bisschen an der Grafik rumgeschraubt. Hey, ich habe jetzt... Pass auf. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das was bringt. 40 FPS, 45, naja, schauen wir mal. Ich weiß halt auch nicht, warum das schöne Spiel die ganze Zeit abschmiert. Das nervt ein bisschen. Naja, so, wir gucken mal gerade auf die Karte. Und dann schauen wir mal, wo uns die Karte jetzt hinführt. Wo müssen wir denn jetzt... Alter! Wo müssen wir denn jetzt hin, um... um dieses Dings zu finden. Warte mal, Aufgaben. Staatsoberhaupt. Ein Bild des Lincoln Memorials beschaffen. Sicherstellen, dass das Lincoln Memorial frei von Supermutanten ist. Okay, das werden wir später erst machen, aber dieses Bild könnten wir ja jetzt vielleicht schon mal besorgen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Ein Bild des Lincoln Memorials beschaffen. So, Weltkarte. Und diese Weltkarte führt uns nach... Metro Station und da haben wir... Geschichtsmuseum. Ach, das ist auch in der Innenstadt. Okay. Ja gut, dann warten wir mit der Quest erstmal. Ich dachte, das wäre jetzt hier vielleicht außerhalb irgendwo. Aber wenn er auch in der Innenstadt ist, dann gehen wir da jetzt erstmal nicht hin. Ne? Würde ich mal sagen. Da haben wir glaube ich, vorhin schon reingeguckt. Okay, dann verlassen wir diesen wunderschönen Ort einfach mal. Wir haben jetzt einen Schlüssel. So, Hundi, kommst du raus? Sehr schön. Okay, das ist also der Tempel der Einheit hier. Ist relativ schön, ne? Auch mit den Lampignons da oben. Schöne Ortschaft, wirklich schön. So, jetzt habe ich aber auch konstant über 40 FPS, das ist okay. Und ich glaube, die Spielqualität leider darunter auch nicht so. Und ich habe vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass es dadurch ein bisschen stabiler läuft. Ich bin mir aber nicht wirklich sicher. So, und ich würde gerne auch ein paar Stunden warten gerade mal. Wir sind bei 11:30, 8 Stunden müsste reichen. Wir warten gerade mal. Reicht. Reicht bei uns. Okay. Jetzt ist die Frage, wo laufen wir denn lang? Ich würde immer noch gerne zu den Canterbury Commons. Das ist hier unten. Und ich würde sagen, wir lassen uns von unserem Weg gar nicht abbringen. Wir laufen da trotzdem hin. Alter, diese Sonne sieht immer so nice aus. Das feiere ich. Und da oben sind auch wieder verschiedene Dinge. Zum Beispiel auch... ich weiß nicht, so Wasserstationen. Und da, wo Wasserstationen sind, müssen doch eigentlich auch immer... ja, Zivilisation oder Menschheit zumindest sein. Ich weiß es ja nicht. Oder so ein kleines Dorf zumindest, weil solche Wasserspender deuten ja eigentlich immer darauf hin, dass dort Menschen leben oder in dem Fall jetzt hier vielleicht lebten. Das, ich glaube nicht, dass da so viele noch leben. Alter, nimmt er. Ja, nimmt er. Nimmt er. Sehr gut. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, das sieht so geil aus. Boah, ist das hell. Oh, oh. Was denn? Was denn? Es ist nur ein Skorpion. Kleiner Wuff. Jetzt macht ihr mal nicht ins Hemd. Endlich wird hier mal wieder geschossen. Na komm, ein Schuss noch. Komm, hol ihn dir, hol ihn dir. Ja. So ist fein. Feiner Hundi. Okay, der scheint sich selbst wieder zu heilen. Das ist sehr gut. Ist scheinbar ein Magierhund. Ich glaube, wir schnappen uns aber auch mal eine andere Waffe. Vielleicht nehmen wir hier für die Außengebiete dann doch erstmal noch die Jagdflinte. Haben wir da noch genug Muni für? Jo, da haben wir sehr viel Munition sogar. Nehmen wir die einfach mal hier für die... für die Außengebiete reicht das ja eigentlich. Ich speichere mal, bevor wir jetzt hochlaufen. So, schauen wir mal. Hallo, die Herrschaften. Ist hier irgendjemand? Da hinten ist ein Haus oder sind das Container? Keine Ahnung. Nicht, dass ich hier wieder irgendwas anfasse und trigger dann wieder irgend so ein riesiges Vieh. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Wir können uns auch immer ganz gut an unserem Hund orientieren. Wenn der knurrt, ist irgendwo ein Feind in der Nähe. Das heißt Schreckmomente AD. Ich hätte das nicht sagen sollen. Alter, sind das viele. Alter, sind da...
Raider. Kann ich nochmal reinkommen? Wir laden das Ganze nochmal. Sagen unserem Hund mal, dass er hier stehen bleiben soll. Das ist als allererstes die erste Devise, die wir tätigen. Bleib hier, Junge, beweg dich nicht, bis ich wiederkomme. Ja, ja, ich weiß. Du willst nicht, aber du musst. Das ist nichts Gutes für dich da oben. So, dann holen wir die Kampfflinte raus. Und dann machen wir aus den Wichsern Raider-Hackfleisch. Ich wusste doch, dass hier oben Leute wohnen. So, da kommen sie auch schon. Moin! Ja, ja, sterben! Juhu! Juhu! Sterben! Ja, ja, sterben! Hey! Duck dich nicht weg, Junge! So, war's das? So, was haben wir denn da? Maschinenpistole und ein bisschen... Ach, warte mal, was bringt das? 10. Da bücke ich mich noch nicht mal für. Also zum Aufheben. Kampfmesser, das kannst du dir sonst wo hinschieben, mein Freund. Und was haben wir hier noch? Noch ein Torso. Eine Schachtel Zigaretten. Das ist ja wunderbar. Mich juckt's. So, Warte. Unser Arm ist verkrüppelt. Das ist ja kein Problem. So. Stimpaks haben wir ja vorhin ein paar gefunden. Nicht geklaut. Wir haben sie definitiv nicht geklaut. Wir haben sie gefunden. Ja. Okay. Ich dachte, ich hätte gerade noch was gehört. So, Waschbecken. Nee, das... Nee, das aktivieren wir nicht. Ein Terminal. Eintrag Edgar, Rochelle, Tyron, Dr. J, Tyler, Jim, Edgar. Wir haben ein Bewässerungssystem. Ah, das sind wieder so Nebengeschichten, die man sich hier durchlesen kann. Huch, warte, hier unten. Machen wir jetzt mal nicht. Wenn ihr das alles selber lesen wollt, ne? Die ganzen Mini-Stories, die dann noch so mit verpackt sind, auch die ganzen Notizen, die wir haben, dann empfehle ich euch einfach, kauft euch das Spiel selbst bei Steam oder auch für die 360 oder PS3 oder sowas. Okay, ich dachte gerade schon. Oder auch auf 360 oder PS3 oder sowas und dann könnt ihr das Game ja selbst nochmal zocken. Ich würde es sehr empfehlen, denn ja, man entdeckt immer wieder was Neues. Das ist typisch bei Bethesda Games, dass man immer wieder an irgendwelchen Stellen neue Dinge erlebt, neue Dinge entdeckt, neue Dinge findet. Das ist echt immer wieder Wahnsinn. Das feiere ich. So. So, komm mit, Junge. Dann schauen wir uns mal die Ausgestoßenen von der Bruderschaft da oben an. Finde ich ja sehr interessant. Die greifen wir natürlich nicht an. Könnte tödlich enden. Alter, mein Kreuz tut irgendwie weh. So. Mein Großkreuz tut weh. Ich frage mich, was die Bruderschaft da oben nur verteidigt. Vielleicht diesen Wasserturm. Hier ist das vielleicht einer der wenigen Wassertürme, die noch kostbares Wasser besitzen. Oder verteidigen die hier überhaupt nichts und die laufen hier einfach nur Patrouille. Was haben wir denn da unten? Ein Auto? Noch ein Auto? Okay. Bruderschaft, wo seid ihr? Freunde, kommt mal her, so, ich hab voll die Probleme gerade. Gut, da hinten gibt's eh nichts. Hey, Freunde! Oh. Hi! Was? Was? Warum gehen Sie nicht Bruderschaft auf die Nerven? Alter, was für ein Monster ist das bitte? Der hat ja ein riesiges Ding! Der kann sich sogar über die Schulter legen! So, haben wir da hinten noch irgendwas? Ich glaube, da hinten ist auch bald Map-Ende, ne? Warte mal, wir schauen mal gerade auf die Karte. Werden wir unserem Torso auch nochmal ein Stimpack geben und unserer linken Hand, unserer rechten Hand auch. Alter. Okay, da wo wir gerade hingucken, ist noch nicht Map-Ende. Da geht es noch weiter nach oben. Aber wir wollen da ja gar nicht hin, sondern wir wollen zu den Canterbury Commons. Bitte was? Wer war das? Wer schießt auf uns? Auftragsmörder, was? Alter, Hilfe! Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Wer ist da? Speichern, warte. Nein, Hund! Bist du bescheuert? Hey! Hör auf! Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Rückzug, verdammte Scheiße, Rückzug! Nichts da! Den haben wir auf jeden Fall. Schrotpatronen, Ausrüstungsvertrag und die Taler- und Kampfrüstung. Lass dich mal. Nee, warte, die Kampfflinte müssen wir mitnehmen. Scheiße. Ich würde den anderen noch gern hochnehmen.
der hat gerade 50 EP gebracht. Nur deshalb möchte ich ihn natürlich töten. Warte mal, Kampfflinte reparieren. Sehr gut. Okay. Wo ist der andere Kerl? Bist du des Wahnsinns? Kannst du mal bitte deine Waffe wieder auswählen? Hund? Hund, was ist los? Wo sind die anderen? Komm, führe mich zu ihnen. Hey, die haben mir eine Maulwurfratte gekillt. Die sind verschwunden, glaube ich. Scheiße. Die waren nämlich zu dritt und der hätte noch ganz schön Erfahrungspunkte gebracht, glaube ich. Was denn? Oh, da ist er, da ist er. Alter, da ist er, der hat sich versteckt, der Idiot. Mann, bist du blöd. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Natürlich. Hast du wohl. So, hol ihn dir, Hundi. Ah, mach ich das eben. Alter, das ist immer wieder nice. So, Schuss, Jagdfinde, Kronkorken. Ja, die Rüstung können wir ja mal mitnehmen und schauen, ob wir die nochmal... Ach, Jagdflinte können wir auch nicht mehr reparieren. Okay, dann schmeißen wir die wieder weg. 16, die kann weg. So, haben wir noch irgendwas, was wir... ...dingsen können. Hier, Sturmgewehr vielleicht? Nee, auch nicht. Okay, so langsam wird es nämlich eng vom Platz her und ich möchte ungerne... Ach, können wir nochmal reparieren. Guck mal, jetzt hat die auch... Er hat immer noch 22, okay. Wir sollten sie aber auch wieder anziehen, sonst bringt's nichts. Wieso knurrst du denn immer noch, mein Freund? Ist hier noch irgendjemand? Blähfliege, Alter. Klar. Natürlich. Eine Blähfliege, die der Hund einfach so wegsnacken könnte. Einfach weg damit. Hund, was ist los? Hier ist nichts. Der Hund ist voll am Durchdrehen. Okay, ich würde sagen, jetzt so langsam aber bewegen wir uns in die richtige Richtung. Noch ein Toter. Hey! Heute ist Tag des Sterbens. Laserpistole, chinesische Pistole, 10 Schuss. Können wir die Rüstung nochmal reparieren? Wir können sie sogar nochmal reparieren. Hat immer noch 22. Naja, ist ja okay. Kommst du, Wuffi? Und ihr fragt doch sicherlich, warum ich so oft auf Speichern drücke. Aus Gründen. Schauen wir mal, wie lange die Folge geht. 12 Minuten, jetzt müsst ihr es gleich wieder abschmieren. Ich warte eigentlich nur schon drauf. Oh, was kommt denn da alles? Blähfliege, Blitten, ja. Natürlich. Blähfliegen. Natürlich. Warte mal, die schlage ich aber nicht damit platt. Die schlage ich mit meiner Faust tot. Nee, warte. War nicht noch was anderes? Sondern hier. Ach, das macht der Hund für uns. Guck mal. Sehr gut, sehr gut. Guck mal, hier ist noch eine. Haha. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht böse, weil ich seine Arbeit getan habe. So, und ihr seht schon, da vorne kommen so langsam die Canterbury Commons. Ist das da hinten? Das ist das Washington Monument da hinten, ne? Ich finde das geil, wie man das so auf die Entfernung schon sieht. Ich liebe das. Ich liebe das. Okay, nimmt noch auf. Sehr gut. Ich habe irgendwie immer Paras, dass er nicht mehr aufnimmt. Und dann muss ich, glaube ich, kotzen. Was haben wir da? Noch so eine stinkende Scheißfliege, das gibt's ja gar nicht. Komm, Hund, wo bist du? Hol dir die Fliege da vorne. Gönn dir, mein Freund, gönn dir. Na, wo ist sie denn jetzt? Da ist sie, guck mal. Eine sehr dumme Fliege. Ich weiß gar nicht, gibt's überhaupt schlaue Fliegen? Können Fliegen überhaupt denken? Das würde mich mal interessieren. Oh, ein Red Skorpion. Und der ist gar nicht mal so klein, der kleine Kerl. Der ist gar nicht mal so klein, der kleine Kerl. Ergibt keinen Sinn. Egal. Oh, was? Warte, das sind zwei Gegner. Das sind zwei Red Skorpione. Ach du Scheiße. Okay, gegen zwei will ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Einer reicht. Never. Nein, ich will meinen Hund nicht töten. Dogmeat geht's noch gut, ne? Ja, gut. So. Das war er. Dogmeat, alles easy, pupisi. So, wo ist denn der andere Penner? Hallo.
Ich hab sogar getroffen. Ich hab sogar nicht getroffen. Ich hab sogar getroffen. Oh, jetzt muss ich runter. Hey. Na komm. Mach ihn platt. Sehr gut. Alter, ist gerade voll am Regnen draußen. Und am Stürmen. Alter Schwede. Los hier, was schon los hier? Die Welt geht unter. Und ich habe die Orientierung gerade ein bisschen verloren. Warte mal, wer war das? Das ist unser Hund. Und wo war jetzt, da oben wollten wir lang. Richtig. Mein Gott. Tobi, was spielst du so verpeilt? Junge, was los? Oh, hier ist ein kleiner Sandsturm. Finde ich cool. So, jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir da irgendwie hoch oder kommen wir da irgendwie rein oder... Oder so? Ich meine, rein wäre ja ziemlich geil, ne? Wäre ja schon geil. Was ist Canterbury Commons überhaupt? Ist das eine Stadt? Es sieht irgendwie... gefährlich aus, ich weiß nicht. Ich habe da ein bisschen Respekt vor. Oh, hier haben wir ein bisschen Schrott, guck mal. Haben wir hier vielleicht... Oh, hier ein Koffer. Ist natürlich nichts drin. Hm. Okay, wir speichern mal. Ich gucke schon extra aufs iPad, auf die Uhr, um dann zu sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Aber nee, wir haben noch... Ein paar Minuten haben wir noch, dann machen wir das jetzt schon in dieser Folge. Schauen wir da einfach mal rein, was wir hier so haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was sich uns hier entgegenbringt. Schlupfwinkel der... Was war das? Hier ist eine Tür. Hey. Tunnel nach Canterbury. Aha. Und wie hieß das, was wir hier gerade gefunden haben? Schlumpfwinkel der Ammeisterin. Was ist eine Ammeisterin? Die wohnt doch bestimmt in dem Haus hier. Oder er. Oder keine Ahnung, was das sein soll. Weit und breit keine Feindschaften. Protektor. Mechanist. Robohirn. Aber die sind uns freundlich gesinnt. Das heißt, die machen uns nichts, oder wie? Alter, was haben die denn hier gemacht? Canterbury Commons. Die haben hier die ganzen Viecher, gucke mal. Die machen uns nichts. Die Bürger dieser Stadt haben nichts zu befürchten. Der Mechanist ist hier, um sie zu beschützen. Das werden wir ja sehen. Greift an, meine Ameisen. Was? Vernichtet diesen Narren und seine Blechbüchsen. Nein! Nicht! Nein, Protektoren! Sind stark und rein. Und das wirst du niemals sein. Du Narr. Die Kreation. Hä, wo ist denn diese... Die Tussi jetzt... Wir ziehen gut. Sie sind doch nicht verletzt, oder? Ich möchte mich für die grobe Begrüßung entschuldigen. Diese beiden machen neuerdings Ärger. Ich heiße Roe. Die meisten nennen mich Onkel Roe. Willkommen in Canterbury Commons. Ja, schönen guten Tag, Onkel Roe. Aber was war das bitte? Was war das für... Also ich bin gerade ein bisschen verwirrt irgendwie. Ich kam mir gerade vor wie so ein Science-Fiction-Film. Oder bin ich bei Half-Life? Was war das denn? Wer waren diese Leute? Das waren, der Mechanist und die Ameisterin. So nennen sie sich zumindest selbst. Ziemlich lächerlich, ich weiß. Vor einiger Zeit wurden wir von der Ameisterin angegriffen, dieser Frau mit den Ameisen. Der Mechanist hat mit seinen Robotern die Stadt gerettet. Das war ja alles schön und gut, aber ihre Kämpfe werden immer brutaler. Sie wollen einfach nicht abhauen. Das vertreibt die Kaufleute. Naja, vielleicht kann ich ihr helfen. Ah, wunderbar. Ich wusste doch, dass sie helfen würden. Das hatte ich im Gespür und das hat mich bisher noch nie in die Irre geführt. Finden Sie heraus, wo die Ameisterin und der Mechanist versteckt sind und zwingen Sie sie dazu aufzuhören. Wie ist egal. Bezahlen 200 Kronkorken. Sie müssen eigentlich nur einem das Handwerk legen. Heutzutage bekämpfen sie sich, so viel ich weiß, nur in Canterbury.
Sprache 29%. Ich weiß nicht. Muss mal probieren? Nochmal doppelt so viel drauflegen, dann machen wir es. Hm, Sie sind hart im Verhandeln. Da wir das Problem aber bisher nicht selbst beheben konnten, sind wir im Geschäft. Aber wir erwarten Ergebnisse. Und seien Sie bitte diskret. Wir haben schon genug Möchtegern-Helden, die auf den Straßen Krieg spielen. Wir brauchen nicht noch mehr davon. Ja, mit dem kleinen Unterschied, dass wir richtige Helden sind. Aufgabe hinzugefügt. Der übermenschliche Gambit. Oh yeah. Was soll man machen? Die Mechanisten oder die Ameisterin finden und ihre Rivalität ein Ende bereiten. Oh Gott, wen töten wir denn da? Die Ameisterin oder die Roboter? Oh Gott, ist das schlimm. Ich hasse solche Entscheidungen. Kann ich Sie noch was über die Ameisterin und den Mechanisten fragen? Kann ich ein paar Wegbeschreibungen für die Stadt bekommen? Stets zu Ihren Diensten, stets zu Ihren Diensten. Sehr gut. Wo bekomme ich was zu essen? Sie sollten drüben in Dodds Diner mit Joe Porter sprechen. Ich weiß nicht, wer Dodd war, aber Porters Essen ist auf jeden Fall vorzüglich. Das ist super. Schlagen Karawanen hier ihr Lager auf? Wenn er gerade da ist, finden Sie den Karawanenhändler vor der Stadt. Es heißt, dass es so am einfachsten ist, die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zu ziehen. Natürlich, natürlich. Okay, das ist alles. Ja, ja. Was können Sie mir über Canterbury Commons noch so sagen? Ha, ich weiß fast alles, denke ich mal. Ich habe den Ort gegründet und passe darauf auf, dass es uns hier weiterhin gut geht. Gut, und warum kommen die Händler alle hierher? Ich denke, sie kommen, weil ich sie darum gebeten habe. Ich bin in den Handelskarawanen aufgewachsen und kenne die meisten schon mein Leben lang. Ich habe diesen Ort damals mit meiner Schwester Daisy gegründet. Perfekter Zwischenstopp auf dem Karawanenweg. Okay. Wie organisiert sind denn die Händler hier? Das sind einfach kleine Karawanen, die ihre Runden durch die Wüste drehen und ihre Waren zwischen Paradise Falls und River City verkaufen. Sie handeln mit niemandem, der ihren Freunden geschadet hat. Aber das ist auch schon alles, was sie an Organisation vorzuweisen haben. Hm. Haben Sie jemals daran gedacht, alle Händler zu vereinen? Ich habe darüber nachgedacht, aber einige dieser Ödlandhändler, naja, sie sind nicht gerade gut organisiert. Man bräuchte einen sehr gerissenen Geschäftsmann, um sie zur Zusammenarbeit zu bewegen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, ob ich das könnte. Ja, ist echt schade. Wir haben jede Menge Kronkorken und können sie nicht ausgeben. Das sind aber ziemlich viele Kronkorken. Es wäre wirklich eine Schande, wenn die verschwendet würden, nicht wahr? Ich denke, ich kann die Karawane sicher um ein paar Gefallen bitten und mit ihnen über ihren Lagerbestand sprechen. Der Kunde ist König, richtig? So sieht's aus. Sie sagen mir einfach, was sie von den Karawanen wollen. Und ich sage den Kaufleuten, was sie besorgen sollen. Das klingt nicht schlecht. Am besten sind immer Lebensmittel und Karawanenkaufleute, Handelsweg, das ist sehr gut. Medikamente und Lebensmittel. Dann möchten Sie zu Doc Hoff oder zum guten Doktor, wie er sich gerne nennt. Er verschreibt alles. Von einer guten Mahlzeit über Stimpacks bis zu Dingen, die das Hirn zum Tanzen bringen. Er sollte sein Inventar erweitern. Die Laborausrüstung des guten Doktors ist nicht billig. Es wird ihn ca. 200 Kronkorken kosten, damit er hochwertigere Artikel anbieten kann. Oh, wir können Canterbury Commons also quasi so ein bisschen aufbauen. Ich glaube, wir investieren mal 200 Kronkorken, um hier einen guten Arzt zu haben. Ich glaube, das ist nie verkehrt. Hervorragend. Ich werde dem guten Doktor sofort Bescheid geben. Tun Sie das. Okay, genug Kein davon. Problem. Alles klar, ich würde sagen, gibt es hier einen Gemischtwarenhändler? Das wäre eine gute Info noch. Sie sollten zu Crazy Wolfgang gehen. Er verkauft Reparaturen und Standardwaren. Allerdings bezeichnet er sich selbst lieber als Schrotthändler. Wie er sagt, er ist überglücklich, denjenigen zu helfen, die seinen Schrott brauchen. Ja, so ist er. Sagt, dass er dadurch Aufmerksamkeit erregt. Das waren genug Infos. Vielen Dank. Oh, warte mal ganz kurz. Okay, Sie sind der Boss. Oh, ich musste gerade kurz irgendwie anfangen zu gehen und dann doch nicht. Okay, ich muss jetzt gehen. Viel Glück mit dir. Ja, ich muss nicht nur gehen, sondern ich muss auch die Folge beenden. Wir sind nämlich schon wieder am Ende. Es tut mir fast schon leid, dass ich das sagen muss. Aber wir konnten mal eine ganze Folge aufnehmen, ohne abzuschmieren oder das Spiel, ohne dass das Spiel abschmiert. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin gerade noch so ein bisschen geschockt. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann Canterbury Commons hier noch so ein bisschen unsicher machen und noch mal ein bisschen erkunden und mal schauen, was es hier noch so Tolles zu entdecken gibt. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit am Start. Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge oder gleich nochmal im Endscreen. Bis dahin. Tschüss. Krieg. Krieg bleibt immer gleich.
Was war denn das bitte für ein durchgeknallter Fight da in Canterbury? Was, Ameisterin gegen Mechanist, Roboter gegen Ameisenkönigin, hä, what the fuck? Was ist denn hier bitte los? Naja, jedenfalls hat uns der gute Onkel Roe erstmal herzlich willkommen geheißen und wir haben die Möglichkeit in Canterbury verschiedene, verschiedene Gebäude ein bisschen auszubauen, um uns dort zu unserem Vorteil behandeln zu lassen oder einkaufen zu können und so weiter und so fort. Wir haben gleich mal 200 Kronkorken in den Arzt gesteckt. Wie gesagt, ein Arzt ist gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, dass der Arzt jetzt auf jeden Fall besser ist als in Megaton. Naja, jetzt haben wir wenigstens eine Anlaufstelle, falls wir mal irgendwann total durchgenudelt sind. Ich hoffe, du bist nicht durchgenudelt, sondern in der nächsten Folge wieder mit am Start, wenn es heißt Let's Play Fallout 3. Bis dahin.